Sie sieht aus wie ein Mensch. Sie liebt wie ein Mensch. Und sie kann sogar weinen wie ein Mensch. Und das, obwohl sie eine Maschine ist. Soji ist ein empfindungsfähiger Android aus der Star Trek-Serie Picard und zählt für mich ganz klar zum State of the Art im Science-Fiction-Bereich. Denn in der Serie ist es ja wirklich so dargestellt, als seien ihre Gefühle echt. Ich habe mich dann aber gefragt, was, wenn sie gar nicht wirklich fühlt, sondern menschliche Emotionen einfach perfekt nachahmt? Können Roboter sowas schon? Und ist das überhaupt eine gute Idee? Was denkst du, Viva? Ich denke, das sollten wir checken. Hallo zusammen, Jack Pop hier. Star Trek war schon immer erstaunlich akkurat, wenn es darum ging, in die Zukunft zu blicken. Touchscreens zum Beispiel haben die vorhergedacht, aber auch so Sachen wie Sprachsteuerung oder Übersetzungstools à la Siri und Google Translate. Translation request being patched. Aber wie sieht's aus mit so menschenähnlichen Robotern, also Androiden wie Soji? Das kläre ich jetzt und zwar mit der KI-Expertin Katharina Weitz. Katharina forscht an der Universität Augsburg daran, die Interaktion zwischen KI und Menschen zu verbessern. 3 Jahre lang war sie an der Entwicklung von Viva beteiligt, einem sozialen Roboter, der auf menschliche Gefühle reagieren kann. An Star Trek catcht sie vor allem der Blick in die Zukunft. Katharina, schön, dass du da bist. Lebe lang und in Frieden. Hast du das? Gott. Schwierig, ich habe auch ewig gebraucht. Und vor allen Dingen habe ich immer die falsche Hand. In der alten Episode die falsche Hand immer mit immer rechts. Immer rechts? Oh, ja. Dann habe ich das intuitiv richtig gemacht. Katharina, bevor wir uns jetzt anschauen, was Viva oder andere Roboter in Sachen Emotionen so drauf haben, schauen wir uns nochmal das vermeintliche Paradebeispiel aus der Serie an. Wer Soji ist und was sie kann, das erklärt uns jetzt Maniac vom Kanal Flips. Hi Jack, Soji ist im Labor entstanden und im Grunde genommen erst 3 Jahre alt, als wir sie kennenlernen. Ihr Vater, oder besser gesagt das bauliche Vorbild, ist Data. Ein Android, der früher unter Picard in der Sternflotte gedient hat. Anders als noch Data ist Soji aber von einem Menschen nicht mehr zu unterscheiden. Nicht einmal sie selbst weiß zu Beginn der Serie, dass sie eine Maschine ist, das erfährt sie erst von Picard. I know it must be very hard. Everything you believed in. Your memories, your identity. My dreams, my body, my parents, my sister, all of it was fake. Der schiebt auch gleich noch hinterher, dass ihre Schwester getötet wurde. Als Reaktion kullern die Tränen, wie bei einem echten Menschen. I am so sorry. Your sister is dead. Also tatsächlich ein perfekter Maschinenmensch. Katharina, lass doch gleich mal bei dieser Szene bleiben, weil die so hochemotional ist. Die nehmen wir mal Stück für Stück auseinander und als erstes würde ich sagen, ist es ja für den Roboter und Androiden wichtig, ja überhaupt erstmal Emotionen zu erkennen. Genau, und dafür nutzen wir Emotionstheorien aus der Psychologie, zum Beispiel die Basisemotionen von Paul Ekman. Den kennen wir sogar, den hatten wir in unserer Glass Onion Folge. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der für diese Basisemotionen Wut, Trauer, hat er so Gesichtsausdrücke definiert. Genau, die sogenannten Action Units, das sind mimische Bewegungen im Gesicht, die verschiedenen Emotionen zugeordnet werden können. Okay, und das heißt, Viva kann das jetzt bei mir erkennen? Ja, probier es doch einfach mal aus. Engage. Okay, dann würde ich sagen, Viva, ich schau mal traurig, denke an unsere Aufrufzahlen und das stirbt langsam. Viva erkennt jetzt, dass du deine inneren Augenbrauen hebst, die gesamten Augenbrauen so zusammenziehst und vor allem, dass du die Mundwinkel nach unten ziehst. Und mit Hilfe von Emotionsbildern hat Viva eben gelernt, dass dieser Ausdruck Trauer bedeutet. Man kann das Ganze auch noch für andere Emotionen machen. Es gibt da mittlerweile ziemlich viele Datensätze mit solchen Bildern und das passen wir dann immer noch auf den Roboter an. Klingt mega kompliziert, aber funktioniert. Ja, Viva ist ganz gut technisch ausgestattet. Einmal mit der Hardware, mit der Kamera, die eben deinen Gesichtsausdruck aufnimmt. Und dann natürlich die Software, die KI, das Emotionsmodell, was deinen Gesichtsausdruck interpretiert und klassifiziert. Man muss aber auch sagen, es ist natürlich
sehr, sehr einfach, wenn du so einen prototypischen Trauerblick hast. In der Wirklichkeit ist es oft so, dass sich mit dieser Emotion Trauer noch andere Emotionen vermischen, wie zum Beispiel Angst oder Wut, oder dass eine Emotion nicht so deutlich gezeigt wird. Und dann ist es schon schwieriger für Viva, die Emotion auch zu erkennen. Ja, das stimmt. Man konzentriert sich ja in so einer Trauersituation auch nicht jetzt irgendwie darauf, wie gucke ich gerade oder so. Genau. Und um dir mal zu zeigen, wie schwierig es auch für uns Menschen ist, Emotionen zu erkennen, habe ich ein paar Bilder mitgebracht mit Emotionsausdrücken von Personen. Und du kannst jetzt mal raten, ob die Person ein Tennismatch gewonnen hat oder ob sie verloren hat. Okay, sehr gut. Kleines Quiz. Ihr könnt auch gern mitmachen. Und es ist nicht gefaked. Ich habe es wirklich noch nicht vorher gesehen. Okay, das heißt gewonnen, Fröhlichkeit, Freude und beim Verlieren dann irgendwie Trauer, Enttäuschung. Genau. Okay, let's dann go. Starten wir mal. Das erste Bild. Oh, das ist schwierig, weil das kann Schmerz sein, das kann aber auch, ich würde sagen, gewonnen, große Freude. Leider nein, verloren. Verloren, ne? Schade, ärgert sich. Ich habe noch mal ein anderes. Okay, das ist echt eine harte Nummer. Verloren. Leider gewonnen. Nein! Und nochmal ein letztes. Das ist aber verloren. Das ist ganz eindeutig gewonnen. Nein, so guckt doch niemand. Niemand guckt, wer gewonnen hat. Ja, also du siehst, Emotionen zu kategorisieren ist selbst für uns Menschen ganz ohne Kontext ziemlich schwierig. Absolut, absolut. Aber wir können festhalten, mit einem entsprechenden Emotionsdatensatz und einer KI ist es tatsächlich heute schon möglich, dass Roboter das hinkriegen. Und wenn wir jetzt nochmal zurück in die Picard-Szene schauen, dann sehen wir das auch dort. Aber es reicht ja nicht, ne? Also wenn Soji jetzt die ganze Zeit nur Picards Trauer erkennen würde, aber dann nichts mehr passiert, dann wäre es ja irgendwie auch komisch. Das heißt, Katharina, da muss jetzt noch mehr kommen. Richtig, das würde auch gar nicht natürlich oder menschlich wirken. Das heißt, der nächste Schritt für den Roboter ist es, auf deine Emotion zu reagieren. Und wir können das mit Viva jetzt auch gleich mal ausprobieren. Am besten schaust du Viva noch mal traurig an und wir lassen sie dann reagieren. Mhm, okay. Du siehst traurig aus. Kann ich dir helfen? Okay, funktioniert. Funktioniert gut. Genau, du siehst, jetzt hatten wir nicht nur die Emotionserkennung, sondern mit Hilfe unserer KI konnte Viva jetzt auch auf deine Emotionen reagieren. Mit Trost. Ja, fand ich auch gut. Aber auch das passt ja nicht immer. Wenn wir nochmal in die Picard-Szene schauen, ist das ja eine recht verzwickte Emotionslage. Picard ist traurig, der hat auch einen Grund dazu. Aber bei Soji ist es ja so, durch den Verlust ihrer Schwester, der ja irgendwie deutlich schwerer wiegt, müsste ihre Aufgabe jetzt ja nicht sein, Picards Trauer zu erkennen, zu ihm zu gehen und ihn zu trösten, sondern erkennen, eigentlich habe ich jetzt in dieser krassen Situation den Trost verdient. Also das ist so vielschichtig, stelle ich mir super tricky vor, das einem Roboter beizubringen. Genau, das ist die große Herausforderung, den Kontext zu erkennen. Du hast es eben bei den Bildern schon gemerkt, es ist sehr, sehr schwierig, ohne den Kontext die Emotion richtig einzuschätzen. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass Viva deinen Gesichtsausdruck und deine Emotion erkennt, sondern auch das Drumherum, das, was du sagst, aber auch zum Beispiel kulturelle Aspekte oder Erfahrungswerte. Und ich würde sagen, wir können das ja mal ausprobieren. Lächel Viva doch mal an und erzähl eine traurige Geschichte. Okay. Viva, gestern habe ich mir beim Basteln den Holzbohrer direkt unter den Fingernagel gejagt. Das tat sau weh und dann ist am Ende auch noch das ganze Baustück kaputt gegangen. Tolle Sache, das freut mich für dich. Ja, schönen Dank auch. Du merkst also, wenn der Kontext eine Rolle spielt, wird es auch für uns und vor allem für Viva sehr schwierig, das Ganze auch richtig zu interpretieren. Das zeigt sich auch in einer Studie, die wir gemacht haben, in dem wir Bewerbungsgespräche analysiert haben. Und zwar haben dort Interviewer unangemessene Fragen, zum Beispiel zur Kleidung, gestellt. Und das Ganze wurde dann von den interviewten Personen meistens mit einem Lächeln aufgenommen. Das war aber natürlich kein Zeichen der Freude, sondern eher ein Schamgefühl. Die Personen haben also versucht, ihre Emotionen zu regulieren und das Ganze sich nicht anmerken zu lassen. Und da kommt natürlich die KI nicht mehr mit. Und genau wie Viva wird dann Freude klassifiziert, obwohl es in der Situation eigentlich gar nicht passend wäre. Das gleiche Problem haben wir übrigens auch beim Thema Sarkasmus. Ja, und das wird besonders tricky, weil den kriegen ja noch nicht mal alle Menschen auf die Reihe. And what kind of doctor removes shoes from asses? Depending on the depth, that's either
proctologist or a general surgeon. Das heißt, wenn wir das jetzt mal im Star Trek-Jargon ausdrücken wollen, dann sind wir wahrscheinlich noch ein paar Serien zurück aktuell und eher so in unserer Data-Phase als tatsächlich schon in so einer Sochi-Phase. Ja, ich denke, das kann man sagen. Data sieht ja schon sehr menschenähnlich aus. Und ich würde sagen, das bekommt man auch heute schon ganz gut hin. Es gibt ja auch viele Beispiele schon dafür. Was der KI natürlich noch nicht so gut gelingt, ist menschliches Verhalten und Emotionen passend zum Kontext auch zu erkennen. Und das fällt ja auch Data noch schwer. I'm attempting to fill a silent moment with non-relevant conversation. Small talk. Yes, sir. I have found that humans often use small talk during awkward moments. Therefore, I've written a new subroutine for that purpose. How did I do? Ein bisschen Zeit haben wir ja auch noch. In der Serie taucht Sochi ja erst im 24. Jahrhundert auf. Oh, okay. That's good. Well, we'll all just go on waiting. Aber die Frage ist ja auch, wollen wir das überhaupt? In der Serie bringen Sochi und Co. nämlich auch einige Probleme mit sich. Und welche das sind, das erklärt uns jetzt nochmal Maniac. Wie so oft in Sci-Fi-Serien kommt auch Star Trek Picard nicht ohne die Angst aus, dass Roboter eine Gefahr für uns alle werden könnten, weil sie plötzlich ihre eigenen Ziele verfolgen. Soji und ihre Schwester werden deshalb in der ersten Staffel auch von Romulanern gejagt. Weniger offensichtlich, aber dafür deutlich realer sind die emotionalen Konflikte, die Soji etwa bei Picard auslöst. Um sie zu retten, bringt er nämlich in der ersten Staffel auch reale Menschen in Gefahr. Also, Picard handelt wegen Sochi definitiv irrational und wie sehr er emotional involviert ist, das sehen wir zum Beispiel auch dann, wenn er über Data spricht. And you loved him. Yes, in my way. Hier redet er ja sogar von Liebe, obwohl wir halt immer noch von einer Maschine sprechen. Ja, und da müssen wir auch gar nicht weit in die Zukunft gucken. Stell dir mal vor, ich würde jetzt einen Hammer nehmen und Viva kaputt schlagen. Okay, gefällt Viva nicht. Ich gebe zu, sie hat vorhin nicht so ganz meine Situation ernst genommen, aber ich würde dich wahrscheinlich davon abhalten wollen. Was denkt ihr denn? Könntet ihr Viva jetzt einfach so kaputt machen oder habt ihr Viva eigentlich auch schon ein bisschen lieb gewonnen? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Ja, und da reißt du dich in viele Erkenntnisse von Studien noch ein. Die Forscherin Kate Darling hat zum Beispiel gesagt, wir sind noch lange nicht so weit, emotionsfähige Roboter zu bauen, aber bereits jetzt empfinden wir etwas für diese Roboter und das ist das, was zählt. Und das zeigt sich auch in Studien mit Robotern, die wenig menschenähnlich sind. Zum Beispiel die Roboter-Robbe Paro oder auch Staubsaugerroboter, zu denen wir eine Beziehung aufbauen und denen wir gegenüber auch Emotionen haben. Okay, und der Effekt verstärkt sich ja wahrscheinlich noch, wenn die jetzt immer menschenähnlicher werden. Nicht unbedingt. Der japanische Forscher Masahiro Mori hat 1970 den Begriff des Uncanny Valley geprägt und beschreibt damit, dass sehr menschenähnliche Roboter, Androiden, aber auch zum Beispiel Handprothesen von uns oft als nicht lebendig wahrgenommen werden, weil sie noch nicht perfekt die menschliche Haltung oder das Verhalten imitieren. Das führt dann dazu, dass wir uns davor ziemlich gruseln. The sky is delightfully clear. Who the hell are you? Harvey, sir. Are you feeling all right? No. Und das kippt hoffentlich in Zukunft, wenn wir es schaffen, perfekt menschenähnliche Roboter zu bauen. Und bei Sochi haben wir da auf den ersten Blick keine Probleme. Die wirkt wirklich absolut menschlich. Hatte ich auch gar keine Probleme, das irgendwie anzunehmen. Aber was ist denn, wenn wir jetzt dieses State-of-the-Art-Level nicht erreichen? Also wir kommen nicht ins Sochi-Level. Sollten wir dann quasi mit Absicht weit drunter bleiben, um nicht in dieses Uncanny Valley zu kommen? Im Grunde ja. Das ist zum Beispiel die These, die Ben Snyderman, ein Forscher, vertritt. Er sagt, Roboter sind Roboter und Menschen sind Menschen und wir sollten das nicht vermischen. Wir sollten keine menschenähnlichen Roboter erschaffen, die zum Beispiel Emotionen in uns hervorrufen. Wenn du an deinen Laptop denkst, den willst du ja auch nicht knuddeln oder drücken. Nicht unbedingt. Jetzt, wenn wir Viva aber sehen, machen wir es ja offensichtlich doch. Also wir entwickeln menschenähnliche Roboter. Warum? Das ist eben die andere Seite der Wissenschaft. Menschenähnliche Roboter haben natürlich auch Vorteile. Zum Beispiel, wenn wir sie im sozialen Bereich einsetzen. Zum Beispiel in Altersheimen. Dort können sie Menschen unterstützen, zum Beispiel aktiver zu werden, Sport zu treiben oder auch Demenzpatienten und Patientinnen assistieren oder auch einfach mal zuhören.
Wir können uns aber auch andere Einsatzmöglichkeiten vorstellen, zum Beispiel als Haushaltshilfe oder in Assistenzjobs. Das wird tatsächlich schon an der Uni Marburg ausprobiert. Okay, also haben wir hier in der Wissenschaft, wie auch wahrscheinlich bei uns, so zwei Lager. Ne? Die einen, die sagen, okay, wir sehen die großen Chancen, die anderen sagen, wir sehen eher die Probleme, die sie mit sich bringen. Was sagt ihr denn? Seid ihr eher Team Robo-Mensch oder Team Robo-Maschine? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Katharina, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Mega schöne Erklärungen. Ja, danke auch an Viva und vor allen Dingen danke an Maniac vom Kanal Flips. Flips doch mal rüber zu denen und lasst ein bisschen Liebe von uns da. Vergesst aber bitte, bitte, bitte auf gar keinen Fall diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Sonst gibt's Stress. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Also macht das und bis bald. Tschüss. Haben wir ein größeres Problem oder? Viva, hast du was damit zu tun? Ich mache jetzt das Licht hier. Niemand weiß, was passiert. Ich habe das Studio übernommen. Sehr gut. Das wird das Outtake für die Folge. Ich weiß es.